Wo ist die Zeit hingegangen, Leute? Das halbe Jahr ist tatsächlich schon wieder fast vorbei und deshalb erzähle ich euch heute von meinem bisherigen Gaming-Jahr 2024. Tja, Leute, wie sollte es anders sein? Es gibt mal wieder CTGP 7 Gameplay vom Feinsten. Ja, ich werde euch heute einfach ein bisschen darüber erzählen, was ich so bisher in diesem Jahr für Spiele gespielt habe, was so mein Eindruck von diesen Spielen war und eventuell auch, was ich noch so für Spiele spielen werde. Ich meine, im Endeffekt ganz am Anfang vom Projekt, ich glaube Part 2 oder so, da habe ich ja schon erzählt, was habe ich vor zu zocken. Und jetzt heute kann ich im Endeffekt ja schon ein bisschen darüber erzählen, was habe ich bisher gezockt in diesem Jahr. Im Endeffekt, ich glaube, der erste Nintendo-Release, der mich dieses Jahr so großartig interessiert hat, war der Splatoon 3 DLC, auf den ich anfangs sehr gehypt war und dann, als er rauskam, ziemlich schnell nicht mehr. Im Endeffekt habe ich mich halt darauf gefreut, dass es wieder eine neue Singleplayer-Kampagne geben wird im Splatoon-Universum. Das war so meine Erwartungshaltung für den Splatoon 3 DLC, nur dass ihr mich versteht. Und im Endeffekt ist es natürlich auch ein neuer Singleplayer-Modus innerhalb Splatoon 3. Aber halt keine Kampagne, wie man es bisher gewohnt war im Splatoon-Universum, dass man halt einfach die jeweiligen Levels sozusagen bewältigen muss. Und am Ende von jeder Welt gibt es irgendwie einen Boss oder so und ja, interessante Story, bla bla. So war es halt im Endeffekt gar nicht. Also die Story vom DLC, die war natürlich auch interessant, das muss ich sagen. Von wegen, dass man mal die Gegenseite sozusagen gesehen hat. Das letzte Splatfest von Splatoon 2 war ja Chaos gegen Ordnung. Chaos hat gewonnen. Deshalb war ja auch sozusagen das Theme vom Splatoon 3 Hauptmodus oder vom Haupt-Singleplayer-Modus war ja auch Chaos. Und im DLC wurde halt jetzt eben das Thema Ordnung behandelt. Jetzt mal so ganz grob gesagt. Und zwar wurde das Ganze aber leider, muss ich sagen, zumindest aus meiner Sicht leider, als Roguelike, bezeichnet man es, glaube ich, aufgebaut. Ja, heißt im Endeffekt, man hatte halt einen Turm mit verschiedenen Etagen, den man halt sozusagen bewältigen musste. Sage ich jetzt einfach ganz simpel. Im Endeffekt, man hatte so einen Turm. Da gab es verschiedene Etagen mit verschiedenen Räumen in verschiedenen Szenarien, sage ich jetzt einfach mal. Und aber wie man es im Endeffekt von Roguelike kennt, wenn man halt eben sein Leben verloren hat, dann muss man wieder von vorne anfangen. Also komplett von vorne, von Etage 0. Was mir schon direkt komisch aufgestoßen ist, weil ich überhaupt kein Fan bin von Roguelike Games. Ich spiele keine Roguelike Games. Ich mag sowas nicht. Im Endeffekt, klar, kann man natürlich auch dann seine ganzen Upgrades bekommen. Man verliert ja im Endeffekt alles immer, wenn man Game Over geht. Aber man behält trotzdem seine Währung, nenne ich es jetzt einfach mal, und kann sich halt mit dieser Währung Upgrades kaufen. Aber sonst verliert man halt alles, den ganzen Fortschritt und so weiter, was man sich halt eben alles erkämpft hat. Im Endeffekt trotzdem habe ich das halt eben ausprobiert im Stream. Ursprünglich war das als Videoprojekt geplant, so wie die ganzen anderen Singleplayer-Modi, die ich schon in Videoprojekten abgearbeitet habe, aber da dachte ich mir, Roguelike, ja, als Video, in Videoform ein bisschen schwierig. Wir streamen das Ganze einfach mal. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich auch nur einmal gestreamt, weil es mir dann so wenig Spaß gemacht hat. Ich wollte dem Ganzen trotzdem eine Chance geben, aber es hat mir so wenig Spaß gemacht. Die ganzen Räume immer dasselbe sehen. Immer dieselben Räume, bloß ein bisschen in anderen Szenarien und ständig von vorne anfangen.
Nee, überhaupt nicht meins. Muss ich leider zugeben, überhaupt nicht meins. Wer da Spaß hatte an dem Splatoon 3 DLC, cool. Aber ich war da halt wirklich enttäuscht, weil ich mir halt wieder eine coole, klassische Singleplayer-Kampagne erwartet habe. Was kam dieses Jahr noch raus? Im Endeffekt Princess Peach Showtime. Das zweite Spiel, meine ich, es ist glaube ich wirklich erst das zweite Spiel, in dem Prinzessin Peach die Hauptrolle spielt. Viele kennen noch aus den 2000er Jahren vom Nintendo DS Super Princess Peach, wo im Endeffekt Peach mal Mario retten musste, was auch sehr interessant war. Aber jetzt ist halt eben auch im März, meine ich, Princess Peach Showtime rausgekommen. Showtime deswegen, weil sich das ganze Spiel in einem Theater abspielt. Ich glaube, die Story ist so ganz grob. Ach ja, Peach und Co., die gehen halt ins Theater, machen einen Theaterbesuch. Das Theater wird aber von so einer bösen Gestalt halt eben heimgesucht. Und deshalb muss man eben die ganzen Theaterstücke befreien. Sozusagen wieder Ordnung schaffen in denen. Jetzt mal so ganz grob erklärt. Jedenfalls finde ich das Konzept eigentlich ganz cool. Muss ich sagen, ich meine im Endeffekt habe ich das Spiel ja in 3 Streams durchgezockt. Ist im Endeffekt auch gar nicht so lange her. Ich habe im letzten Part ja schon erzählt von meinem neuen Job. Ja, so neu ist der jetzt auch gar nicht mehr, beziehungsweise immer noch neu, seit April halt. Aber ich bin jetzt schon einigermaßen da drin eingespielt und es ist zu meinem Alltag geworden. Jedenfalls ja wegen dem Job bin ich halt nicht mehr so aktiv, habe ich ja schon erzählt. Letzten Part einfach angucken. Aber deswegen hat sich halt mein Playthrough ein bisschen gezogen über einige Monate von Princess Peach Showtime. Und im Endeffekt muss ich aber sagen, es ist ein cooles Spiel. Man schlüpft halt mit Prinzessin Peach in verschiedene Rollen. Tatsächlich, weil es spielt ja auch in einem Theater. Heißt im Endeffekt, man hat halt wie gesagt die verschiedenen Theaterstücke. Und Peach bekommt dann auch immer diese Fähigkeiten von den jeweiligen Theaterstücken. Zum Beispiel in einem Theaterstück geht es um Diebstahl. Dann verkleidet sich Peach als Diebin. Aber die kriegt dann auch immer die Fähigkeiten von der Rolle, in der sie schlüpft. Zum Beispiel bei Diebin, wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel bleiben, dann kann sie sich halt in verschiedene Sicherheitssysteme hacken und so weiter, um zum Beispiel verschiedene Türen zu öffnen. Oder was gibt's noch? Es gibt noch, was gibt's noch? Detektivin Peach. Da kann sie dann verschiedene Spuren ausfindig machen. Im Endeffekt und dann halt solche Rätsel lösen. Oder Nixon Peach, dann kann sie halt eben schwimmen unter Wasser und so weiter. Ne? Gibt ganz viele verschiedene Themes. Und im Endeffekt, wie kann man sich das Gameplay vorstellen? Es ist halt eben, ich würde es als eine Mischung aus Jump'n'Run bezeichnen. Mischung aus Jump'n'Run und Beat'em Up, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt auch kein Spiel, mit dem ich es vergleichen kann vom Gameplay her. Im Endeffekt, man hat halt seine... Ja, es sind auch nicht ganz 2D-Level. Man kann sich schon ein bisschen dreidimensional bewegen. Aber es ist halt eben in Form einer Bühne. Das heißt, ja, so weit nach hinten geht es dann auch nicht. Es ist jetzt keine riesige Open World. Es geht hauptsächlich von links nach rechts. Aber auch ein bisschen 3D, ne? So, also man kann auch schon in den Hintergrund laufen, auf Treppen draufsteigen, auf Dächer und so weiter, ne? Aber im Endeffekt, ja, man hat halt seine Parcours, zum einen, die man bewältigt, und zum anderen gibt es aber auch immer die ganzen Gegner, die man halt eben aber mit den Fähigkeiten, die man dann eben in der jeweiligen Rolle hat, eben auch immer bekämpfen muss, ne? Deshalb, so würde ich das bezeichnen als Genre. So Mischung aus Jump'n'Run und Beat'em Up. Und im Endeffekt ist es auch so, dass die ganzen Theaterstücke in mehrere Kapitel unterteilt sind. Heißt im Endeffekt, eigentlich alle Theaterstücke
oder alle Themes kriegt man 2 bis 3 Mal zu Gesicht, weil im Endeffekt sich diese Stories aufteilen, wie gesagt, in verschiedene Kapitel, was ich eigentlich ganz cool finde. Im Endeffekt muss ich sagen, was halte ich von dem Spiel? Im Endeffekt fand ich es ganz nett, so das einmal normal durchzuspielen. Ich habe es jetzt auch nicht auf 100% durchgespielt, dafür hat es mich zu wenig gereizt. Und ich bezweifle auch, hoppla, dass ich dieses Spiel nochmal anfassen werde in nächster Zeit. Es hat Spaß gemacht, aber mich reizen weder 100%, noch reizt es mich, dieses Spiel in irgendeiner Form in nächster Zeit nochmal anzufassen. Es war nett, es einmal gespielt zu haben, aber ich habe das Gefühl, ich habe mich trotzdem satt gesehen an dem Spiel und kann das gekonnt zur Seite legen. Was ist sonst noch rausgekommen dieses Jahr? Paper Mario 2 ist rausgekommen jetzt für die Nintendo Switch. Das habe ich im Endeffekt auch gekauft, aber nicht gespielt, und ich glaube auch nicht, dass ich es spielen werde. Weil im Endeffekt, ich habe ja schon ab und zu mal probiert, Mario RPGs anzufassen. Ich bin im Endeffekt nie damit warm geworden. RPGs sind generell nicht mein Genre. Aber ich dachte mir schon öfters, vielleicht, wenn es im Mario-Universum spielt, dann könnte es ja doch was für mich sein. Im Endeffekt wurde ich bisher immer vom Gegenteil überzeugt. Deswegen, ich habe das Spiel sozusagen für die Sammlung gekauft, Paper Mario 2. Oder auch Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Ich habe mich auch gar nicht damit näher beschäftigt, ob es jetzt ein Remaster ist oder tatsächlich ein richtiges Remake. Auf jeden Fall legendäres Spiel, hört man ja richtig oft. Deshalb, ja, ich wünsche allen Leuten viel Spaß, die das eben auch wirklich aktiv spielen. Ich gehöre halt nicht dazu, wie gesagt, das steht bei mir in der Sammlung rum. Viel mehr werde ich damit auch nicht tun. Und im Endeffekt, jetzt Juni-Release ist im Endeffekt Luigi's Mansion 2 HD. Das möchte ich eventuell dann auch wieder im Livestream zocken tatsächlich, über die Zeit hinweg. Weil ich habe Luigi's Mansion 3 damals zu Release schon im Livestream durchgezockt. Ich habe dann, ich glaube, im darauffolgenden Jahr, also 2019, kam Luigi's Mansion 3 raus. Da habe ich das gestreamt. Ich glaube, 2020 habe ich Luigi's Mansion auf dem GameCube gestreamt. Es kam ja auch Luigi's Mansion 3DS raus, was ich irgendwie bis heute immer noch komisch finde. Aber deswegen, dann würde eigentlich nur noch Luigi's Mansion 2 fehlen. Die HD-Version bietet sich jetzt natürlich an, deshalb... Das werde ich eventuell dann auch streamen. Und sonst ist jetzt, glaube ich, für dieses Jahr gar nicht großartig noch was angekündigt von Nintendos Seite. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, das war mein Gaming-Jahr 2024 bisher. Wir hatten ja auch noch keine richtige Nintendo Direct, also zumindest Stand, Zeitpunkt der Aufnahme. Sonst zu den Nintendo Directs gibt es ja auch immer Themenvideos, aber ja, keine Ahnung. Irgendwie dieses Jahr, ja, vielleicht auch das letzte Jahr der Switch, man weiß es nicht, ne? Vielleicht wollen sie es ja jetzt wirklich mal auslaufen lassen und mal was Neues bringen. Keine Ahnung, wie gesagt, deswegen wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, gerne erzählen, was waren so eure Gaming-Erfahrungen bisher dieses Jahr. Meine sind relativ klein ausgefallen, deshalb hat es auch in ein Video gepasst. Gerne ein positives Feedback geben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.